Na dann. Puff Fox, ui. Also, das ist jetzt Villani gegen Strawstream. Ja. Villani, einer unserer wenigen internationalen Competitor heute. Ja. Aus dem weiten Norwegen hergereist. Ist ein bisschen früher auch angereist. Der war jetzt am Donnerstag schon auf dem Weekly auf jeden Fall. Mhm. Hat da in Grand Finals gegen Irfan verloren. Mhm. Der nach wie vor der einzige unbesiegte Jedo-Teilnehmer ist. Irfan ist zu gut, was wollen wir machen? Ja, hat er nicht machen können, der Villani. Ich glaube, die haben zwei Sets gespielt. Mhm. Einmal in Winners, einmal in Grands. War 3-2, 3-1 oder sowas. Aber dann doch recht überzeugend. Das Einzige, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass Villani auf FD Math geht. Das, okay. Denke ich, werden wahrscheinlich dann jetzt sehen. Sollte Strawstream sich entscheiden, irgendwann auf FD zu gehen. Ah, Crown Puff. Es ist immer wieder schön zu sehen. Crown Puff ist... Was ist dein Liebling? Also ich spiele immer die Puff mit der roten Blume. Das wäre jetzt auch mein Call gewesen. Die finde ich schon am schönsten. Aber die Krone finde ich auch... Ist so iconic. Es ist so iconic. Es generell ist schon iconic, also, ja. Alle Skins von Puffs sind kind of iconic, außer das Blaue. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Das ist eine blaue Skin. Ja, ist das nicht auch so eine Schleife oder so? Kind of. Ich meine, es gibt die grüne Schleife. Ich weiß es nicht einmal. Ich habe echt auch keine Ahnung. Ja, das Grüne ist ja das Headband. Ja, genau. Dann haben wir, das Rote ist die Blume. Dann haben wir die Crown. Oh, was war denn das Blaue nochmal? Ich kenne genau einen Puff-Spieler, der jemals blau gespielt hat. Und das war Wegen Barto aus Bayern damals. Mhm. War sehr gut. Und der hat immer blau gespielt. Ich war immer ein bisschen angeekelt davon. Weil von blau, ja. Ja, blau war einfach nicht so schön, aber... Verständlich. Gut. Ist am Ende des Tages auch nur eine Farbe. Oh mein Gott, diese Shorts, hast du das gesehen? Hm. Am Anfang einfach noch. Sehr, sehr kurz. Sehr, sehr short. Sehr, sehr short. Wir werden ja mal raus. Schau mal, ihr macht's nochmal. Wow. Was ist mit dieser... den Cancels. Was macht dieser Mann? Man muss sagen, Strawstream sehr, sehr technical, grindet sehr viel. Ja, aber was soll das? Wieso practiced er so unnecessary shit? Erklär mir das mal. Das kann ich dir auch nicht sagen. Wenn er jetzt, pass auf, wenn er jetzt keine Up-Throw-Up-Airs bekommt, aber dafür solche Shortens kann, dann... Du, der hittet jetzt den Ledge-Cancel auf der Plattform mit den Shortens into Up-Smash und dann sind wir alle hier, dann stehen wir da. Dann stehen wir da und ja. Na, mal gucken. Und hätten uns mal lieber Strawstream-Stocks gekauft und wir starten direkt durch. Ja, die Geldmann-Stocks, also ne, das muss man auch sagen, oh. Das war unglücklich. Aber ja, jetzt sind wir hierfür da. Und oh, dort. Direkt seine Up-Throw-Kombo geht raus und das ist es schon. Das ist der Stock. Aber was ich zumindest schon mal gut fand, ist kein Rest, ja. So, ich finde, so ein Rest direkt erstes Game, das drückt auf die Mentality. Ja. Das Ding ist natürlich aber auch auf der anderen Seite, je länger du wartest, desto mehr Angst kriegt man auch ein bisschen vor dem Rest. Zumindest geht's mir so. Oh nein, aber, was macht der? Gott. Erlebt! Oh, Fox McCloud! Das kann ich stimmen. Und das könnte einer. Nee. Oh, nee. Ja, ich kenne mich auch mit den Setups nicht aus, aber das sah zumindest so aus, ob Set 1 sein könnte. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass er schon für den Tech Chase gehen wird. Tech Chase Rest, aber er hat gesagt, nee, keine Ahnung, mein lieber Abwehr. Ich meine, er hat den Kill bekommen, ja. Also. Er wird mehr wissen, als ich es tue. Ich denke auch. Zumindest in dem spezifischen Matchup mit dem Charakter. Was denkst du, sollte Strawstream ein bisschen mehr Laser schießen? Ich habe das Gefühl, er schießt ein bisschen wenig. Ich denke auch, es sollte ein bisschen mehr auf Abstand gehen eigentlich gegen Puff. Ich habe das Gefühl, er geht sehr, sehr aggro rein. Gegen Puff ist aggro reingehen an sich ist gut. Aber... Ja, er lässt sich halt aber auch wirklich einfach da offstage ein bisschen verarschen. Er lässt sich richtig verarschen offstage. Oh, diese Nähe hast du die gesehen. Oh mein Gott. Das hätte so böse enden können. Ja, willst du denn? Oh, ja, du kannst nicht gegen den Pound an die... Ahayayay. Na, mal gucken. Jetzt, was macht er? Am besten, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Dann hoffentlich kriegt er mentally sich ein bisschen resettet, nimmt seinen Counterpick. Ja, sind wir mal ehrlich. Mit einem Battlefield, keine gute Stage. Mit einem guten Yoshis Win, da ist das Mental gleich wieder. Würde er auf Yoshis gehen? Ist er ein Yoshis Gamer? Hab's so in Erinnerung eigentlich, dass er Yoshis geht. Ja, oh nein. Out of Shield. Macht er überhaupt keine Kompromisse. Einfach weg da. Was wären denn die anderen Optionen für Fox, meinst du? Ja, jetzt Pokémon und FD, ja. Also ich bin ein großer Pokémon-Gamer. Ja. Finde die Stage einfach cool. Manche schießen halt, aber so wie Strawstream spielt, finde ich FD fast. Oh, aber er geht FD, ja. Er tut's tatsächlich. Aber schauen wir mal auch, ob er das Laser-Game dementsprechend anpasst. Aber
Villani macht ja wahnsinnig gut. Villani Druck. Gibt ihm auch wenig Platz, muss man schon sagen. Ja, er versucht die Laser schon immer zu schießen, aber dann approacht Villani doch recht schnell und lässt ihm nicht unbedingt, macht es ihm nicht leichter, die Laser zu schießen. Also Villani bisher sehr aggro, finde ich. Also es geht. Haben wir nicht, wir haben nur Handschuhe geholt. Gab's nicht bei Edeka. Wir haben nur Handschuhe geholt. Ist es. Okay. Es geht ums Catering oder so? Es geht um die Toilette. Nee, es ist die Stuff. Die ist wohl nicht so nice. Aber das muss ja hier nicht weiter erörtert werden. Und genau, und währenddessen, also das war ein sehr langer Stock, fast eine ganze Minute jetzt. Ja. Aber Villani hat ihn geholt. Müssen wir schauen. Oh. Das ist jetzt natürlich das Problem von dem Format, ne? Jetzt musst du dich mit deinem ersten Counterpick schon festlegen und der muss sitzen. Und auch wenn er jetzt in der Theorie auf Yoshis besser wäre oder irgendeine andere Stage, muss er jetzt hier trotzdem beweisen, dass das die richtige Wahl war, um überhaupt nochmal einen anderen Counterpick zu kriegen. Mhm. Jetzt zumindest mal den frühen Kill gefunden. Aber ich meine, es läuft schon viel, viel besser. Ja. Läuft schon viel, viel durchaus. Besser. Und, ja. Zählt er die Sprünge? Villani schafft es nicht, die Sidebeat zu covern. Nee. Ich glaube, er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass irgendwann er an die Ledge geht. Oder dass irgendwann mal eine Upbeat kommt. Ja. Ei, und das ist auch wieder ärgerlich. Ein Puff mit 25% auf dem Stocklead. Das wird schwer, da zurückzukommen. Oh, okay. Ja, wenn er jetzt hier mal einen frühen Kill nach oben rauskriegen würde, das wäre genau, was er braucht. Aber so wie es steht, scheint Villani hier mit sicher eigentlich wegzulaufen. Jetzt kriegt er das. Das ist genug. 44% ist auch quasi nichts. Du stirbst. Aber ich glaube, das waren auch gerade noch die Prozente, bei denen für Up-Air gereicht. Ja, also reicht, das war schon sehr, sehr close. Ich wenn nicht, eine Person die Prozente kennt, dann ist es wahrscheinlich Strawstream. Ist das schon auch. Ist er so einer? Glaube ich. Er ist schon. Kennt er seine Prozente? Ja. Jemand, der seine Prozente eigentlich kennt. Mal schauen. Okay. Und. Er hat einfach ein paar gute Hits bekommen und dachte sich, ja, lass ihn mal rippen. Ja. Und es läuft sehr, sehr gut. Das ist jetzt genau, was er will. Kann hier stehen, kann seine Laser schießen. Villani muss reinkommen, er hat den Lead. Das ist genau, wo du sein willst, an dem Fall. Das könnte ein Problem sein. Ja, Villani misst schon wieder einen Edge Guard. Oh! Was ein Read. Scheiße. Aua. Der tat weh. Der hat auch mental ein bisschen Damage inflicted auf jeden Fall. Oh. Total egal. Und da sind wir. Er weiß die Prozente. Nicht. Wir haben einen Game 5. Er hat sich gerettet. Oh, und man merkt, er ist erleichtert. Gott, Er ist nicht raus. Er kriegt noch Villani mindestens zwei Games. Bisschen gestresst. Oder gestresst. Und siehst du das? Er hat sich in Fisherman's Friend reingehauen. Bei jetzt. NDM, als ich gegen ihn gespielt habe, war genau dasselbe. Er hatte die Fisherman's Friend dabei. Und am Anfang habe ich ihn böse geklatscht. Ja. Ja, und auf einmal, er schmeißt sich noch eins rein. Und dann dreht er auf. Auf einmal dreht er auf. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Fisherman's Friends Buff wieder in Effekt treten wird. Ja, das Problem ist, er hat mir halt auch eins gegeben, aber bei mir hat es halt nicht. Nee, stimmt. Ich habe ja die ersten zwei Games gut gespielt. Aber dann beim dritten hatte ich nichts mehr im Mund und er hat sich dann noch eins reingeschoben. Ach, scheiße, du hast nicht refreshed. Ja, ich habe nicht refreshed. Ey, das ist natürlich nicht gut. Und während wir über Fisherman's Friend reden, nimmt Villani den Stock. Ja, so schnell kann es gehen. Und auf Dreamland sind wir halt auch. Aber er hat es geschafft, das Ganze in Best of 5 zu extenden. Von daher kann er sich hier auch Dreamland Lost durchaus erlauben. Vor allem, wenn Dreamland jetzt direkt als erster Counterpick draußen ist, muss er keine Angst haben, Game 5 dahin zu gehen. Die Downtilt, dass da keine Schein kann. Ja, hätte ich auch lieber gesehen, aber zumindest sicher, genau, halt ein paar Prozent. Oh, das tut weh. Er hat halt den Read, er wusste, dass der Tech reinkommt. Okay. Aber konnte es leider, war ein bisschen zu langsam. Ja, aber hat zumindest den frühen Upsmash gefunden. Was ist früh? Hat den Upsmash auf den Rest gekriegt. Und jetzt. Das muss ich sagen, ich finde eigentlich ehrlich gesagt klar, in Puff mag Dreamland, aber ich finde von Fox ist auch nicht schlecht. Du hast so viel Platz, um deinen Laser zu schießen. Und das sieht man hier auch ein bisschen. Strawstream kann schon weit wegstehen, die Laser schießen. Und Villani hat es nicht ganz so einfach zu approachen. Ich habe auch das Gefühl, dass Villani gar nicht so Dreamland Puff ist. Weil doch. Oh ja, mindestens einen, ja. Das tut natürlich weh. Und das ist, wir haben ja vorher
Willst du hier reden? Ja, gerne. Du kannst du gerne nach dem Set machen. Weil wir haben ja vorher darüber geredet, dass, ich weiß jetzt leider nicht, in welchem Set das war, aber dass Randall noch einmal die Chance gegeben hat. Und da haben nochmal die Melee Gods den Phantom Rest gegeben und ja. Oh, kriegt er den panischen Schein? Ah, in die falsche Richtung. Ich glaube, das war auch der letzte Jump. Das wäre es gewesen, ja. Ich glaube, wenn er den Jump gehittet hätte, das gehabt, wenn der Schein richtige Richtung genockt hätte. So ist er jetzt stattdessen wahrscheinlich selber dead. Das lebst du nicht gegen Puff. Gut, müssen wir mal gucken, ob er vielleicht wieder so ein Upsmash findet. Bis jetzt eigentlich recht konsistent die Stocks mit Upsmash beendet. Mal schauen. Ich finde auch, dass er das schon viel, viel besser spielt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er einfach reinrennt wie ein Dummy. Sehr, sehr kalkuliert. Er rennt immer noch rein, aber er rennt besser rein. Schade. Einmal nicht DI'd. Passiert. So schnell kann es gehen. Aber es war Dreamland, ist okay. Er hat noch ein Game mindestens. Wohin geht er? Geht er jetzt, Yoshi's? Ah nein, tatsächlich. Da ist es. Dein Lieblingsstage. Hier das sind ist, wir. Ja, jetzt sind wir da. Schauen. Die gute Berlin-Melee Pokémon Stage. Mal gucken. Meinst du, das gibt ihm das Power-Up? Ja, ja, genau. Weil der Berlin-Melee steht. Er sieht den Boden. Ich denke, er fühlt sich zu Hause. Und er versteht, er muss hart bleiben. Ja. Sieht auch gut aus auf jeden Fall bis jetzt. Velani ein bisschen. Oh nein, da dachte ich, das ist der klassische. Das ist der klassische. Aber, naja. Zum Glück Fox McCloud kann punishen. Ist ihm juckt, ist ihm scheißegal. Einfach upsmash, da sind wir wieder. Back to ihm jetzt. Oh Gott. Okay, macht hier sogar die stehenden Laser. Gar nicht erst bewegen, einfach. Einfach mal schießen, ja. Warum auch nicht? Ja, ich meine, er geht mir schon echt ein bisschen zu nah, muss ich sagen, an die Puff. Oh. Woher hat er diese Up-Tilt getroffen? Ja, ich habe es mit ihm alles so. Irgendwie reingesqueezed. Unglaublich. Oh. Da okay. hat er sich den Rest nicht getraut, also den Jab Reset. Das war ein bisschen. Ich hab's Gefühl, Velani hat wieder. Oh, er muss aufhören, da reinzurollen. Die Rollen werden auf jeden Fall sehr stark gepuncht. Da muss er irgendwie ein bisschen gucken, dass er vielleicht andere Mix-Ups macht oder einfach aufhört zu rollen. Vielleicht, weiß ich nicht, Spot-Dodge, Hochjumpen, vielleicht, weiß ich nicht, Counter-Attack. Es gibt genug Optionen in diesem wunderschönen Spiel. Ja, nur nicht rollen. Oh. Hätte ja auch rausrollen. Rausrollen ist auch okay, nur nicht reinrollen. Das war bis jetzt sehr devastating. Oh, okay. So far, so good. Schon wieder, Im Jump? Nein, Jump ist nicht da. Oh, und gerade so gemischt. Was ein Engel. Da ging es um Pixel. Und schon wieder der Up-Tilt. Schon wieder, er squeezed ihn einfach rein. Ja. Juckt ihn gar nicht. Und auf einmal ist Frosty mir auf jeden Fall gut vorne. Jetzt muss er nur noch einmal sich erinnern, nicht reinzurollen. Nicht in den Rest reinzurollen. Ich habe das Gefühl, jetzt fischt er ein bisschen für dich. Also er drückt jetzt näher, sehr viel. Noch eine näher. Grab. Oh, die Tag Chase sitzen. Oh, leider nur der Weekend. Aber er trifft diese Up-Airs. Also er trifft die Dashes, er trifft den Jump, er trifft die Up-Air. Dass Velani halt smash die Eid, ist halt verdammt gut von ihm. Jetzt müssen wir eigentlich schon demnächst mal Velani den Stock von Velani sehen, sonst gehen wir hier zu Game 5 auf jeden Fall. Aber Velani struggelt gerade ein bisschen, aber den Edge Guard muss er jetzt eigentlich haben. Ja, jetzt hat er was. Gut, und jetzt ist der Rest wieder auf dem Tisch, wie man so schön sagt. Jetzt? Nevermind. Juckt die gar nicht. Ja, einfach. Nein. Muss man schon sagen, Sourceam hat da immer irgendwie seinen Stock verloren, aber hat auch eigentlich direkt geantwortet, Set. Hat sich da nicht wirklich viel stressen lassen. Wohin und gehen jetzt, wir? Ja, ich weiß es nicht. FOD, glaube ich. Wahrscheinlich, ich FOD, ja. FOD. Ich habe in letzter Zeit auch echt FOD gegen Fox gerade öfters von den Berliner Puffs als erstes gesehen. Okay. Ist natürlich mit den Plattformen, gibt's gute Höhen für Rest-Setups und ja, mal gucken, ob Velani da was draus machen kann. Aber kann auch eben Fox helfen, weil er durch die niedrigen Plattformen von unten oftmals mit einem Up-Tilt, was er ja schon wirklich gut gemacht hat in dem Game davor, oder mit Up-Smash, was er ja auch schon teilweise sehr früh bekommen hat, dass er dann schön Kill bekommen kann. Und da ist direkt die Up-Air. Direkt die Up-Air. Ich habe das Gefühl, es sieht so ein bisschen aus, als ob Velani so nach hinten das einfach die Energie ausgegangen ist. Die letzten Stocks, auch wenn es war Last Stock letztes Game, aber das Game war schon meistens irgendwie, sah so aus, als ob es in Strawsweeps Händen ist.
Und hier auch habe ich das Gefühl, er gibt das Tempo an auf jeden Fall. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, woran das lag. Hat Strawstream jetzt aufgedreht, hat Velani runtergedreht. Ich fand jetzt nicht, dass Velani so viel anders gespielt hat. Aber es ist wahrscheinlich dieses klassische, ja, erstes Game, ich muss erstmal reinkommen. Ja. Es ist auch schwer, ein bisschen Fox mit Momentum zu stoppen, wenn du einfach confident bist und da reingehst. Für Puff sehr, sehr schwierig. Er hittet auch seine Dinger, muss man einfach sagen. Die Up-Tilts super, sehr gute Kills mit Up-Smash, Up-Air. Gut. Mal gucken, ob er es jetzt auch closen kann oder ob Velani hier zurückkommt. Was Velani jetzt wirklich bräuchte, wäre am besten einen normalen Kill ohne Rest. Ja, und dann direkt einen Rest. Aber nee. Also, das waren doch auch wieder nur 70%, ja, oder? Diese Conversions, er kriegt Velani richtig früh tot die letzten paar Games. Ich glaube, das ist der Changer, den wir hatten. Und das zum ersten Game vor allem. Muss man jetzt auch sagen, wäre schon Upset. Velani, der erste Sieg für diesen Pool. Das wäre jetzt schon echt ein krasser Upset. Definitiv, ja, ein saustarker Win. Ob er es durchziehen kann. Das ist halt auch immer das Ding mit diesen Leuten, die nicht traveln. Man weiß nicht, wie gut sie sind gegen... Eben, vor allem Berlin. Das ist ja, es ist ja absolut insane, was ihr mittlerweile für Spieler bei euch habt. Ja, die Hidden Bosses hier. Und die Hidden Bosses. Scheint auf jeden Fall seinem Status als Hidden Boss alle Ehre zu machen, ihr Strawstream. Gut. Ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, eigentlich, muss man sagen. Jetzt. Also, wir haben eine. Findet doch einfach auch jeden schon wieder genauso. Das war der letzte Stock doch auch, der oder? Der letzte Stock im letzten Game. Das war genauso. Und jetzt, wir haben eine riesige Crowd. Das oh mein Gott, da sind wir wieder. Mal schauen, wie viele machen. Back kann. To back. Okay. Oh, er trifft noch eine Abwehr. Stock. Trifft noch eine Abwehr. Scheiße. Jetzt muss er. Oh mein Gott, er geht mir zu sehr rein. Ich habe Angst. Einfach patient. Oh, einfach patient, du sagst es so leicht, klar. Oh, ja. Velani, glaube ich, wird jetzt ein bisschen nach den guten Sachen fischen. Mhm. Wir haben einen riesigen Crowd, alle schauen zu. Ja, alle sind hier versammelt, sind mit ihren Pools durch. Was wird er machen? Wird er Up-Tilt, Up-Smash, Up-Air? Ich glaube, jetzt verlassen wir den Up-Tilt. So wichtig, dass er rausgekommen ist. Oh nein, oioioi. Aber Velani, Velani braucht das unbedingt irgendwie. Alle am Fisch. Er hat es gewusst. Nein! Aber ein sehr gutes Game. Stark. Super Entertainment, wirklich. Wahnsinnig stark von Velani. Wir haben noch gesagt, ob wir so eine gute Show kriegen wie das Game davor. Super, Velani. Auf jeden Fall. Super Performance. Also diesen letzten Stock noch die Composure zu haben und zu sagen, ja. Ich gehe für den Rest. Der rollt da rein. Ja. Hat gewartet, die Rolle ist gekommen und accordingly gepunished. Und Strawstream wird sich jetzt, er shake den Kopf. Er ist schwierig. Ja, tough. Ich werde dich jetzt hiermit mal verlassen. Und Vanessa das Headset übergeben. Ja, Finn, ich danke dir. Ja, danke fürs Commentary, war super. Ich danke dir. Wir sehen uns später, vielleicht, wenn ich nochmal einen Block übernehme. Ja, sehr gerne. Hey, danke dir. Bis dann.